So, er sagt dann zum Propheten, mache mich von diesen 70.000. Und dann sagt er, Anta minhum, du bist von ihnen. Du bist von ihnen. Das heißt, entweder hat der Prophet gewusst, dass er diese Eigenschaften verwirklicht, oder das bedeutet, das ist eine Art Mitteilung, dass diese Bitte erfüllt wurde, oder sonst was. Jedenfalls stand dann noch jemand auf und er sagte zu ihm, bitte Allah, dass er mich auch von ihnen macht. Und daraufhin sagte der Prophet, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha ist dir vorgekommen. Ukasha ist dir vorgekommen. Und das ist der Prophet, also die Ahlul Ilm haben hier verschiedene Aussagen, warum er das gesagt hat. Manche sagten, die Person, die ihm die Bitte stellte, war ein Munafiq. Das ist aber sehr fern, denn Al-Khatib erwähnte, oder Al-Kirmani, dass die Person Sa'd ibn Mu'adh war, die diese Frage stellte. Andere sagten, dass der Prophet mit dieser Aussage einfach sozusagen, er wollte einfach sozusagen diese Tür schließen, damit nicht auch Leute aufstehen, darum bitten, die dem nicht gewachsen sind oder die diese Eigenschaften nicht erfüllen. Und der Prophet mied es, Leute direkt mit etwas anzusprechen, das sie kränkte. Es macht einen Unterschied, oder? Wenn ich dir sage, der ist dir vorgekommen, und wenn ich dir sage, nee, du passt nicht hier rein. Unterschied, oder? Und das zeigt uns auch eine Charaktereigenschaft des Propheten, seine Feinfühligkeit mit den Leuten, und dass er die Leute nicht konfrontiert mit Worten, die sie kränken und verletzen kann. Ja. Und dass er Begriffe aussucht, die das ein wenig, das Ganze ein wenig besänftigen.